Minister, Sie haben hier einige Pläne vor in Bludesch-Gais. Was wollen Sie konkret an diesem Standort machen? In Bludesch wird das Zentrum von Dellona Magma entstehen. Es ist das Gehirn von Dellona Magma. Es wird ein Platz werden, wo sehr viele Wissenschaftler tätig sind, die aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenarbeiten werden. Ich denke aber auch an ein enges Zusammenspiel mit Vorarlberger Forschungszentren. Da gibt es bereits einige Gespräche und ich hoffe, dass wir das gut zum Abschluss bringen. Wie viele Arbeitsplätze wird es hier geben, beziehungsweise werden entstehen in Zukunft? Gibt es da konkrete Zahlen? Was werden Sie investieren? Wir investieren 12 bis 13 Millionen auf diesem Gelände. Wir planen allerdings weitere Standorte zu errichten. Wir sind gerade im Gespräch mit einigen Kommunen. Wie darf man sich den Arbeitsplatz, Sie sprechen ja von einem besonderen Arbeitsplatz in Bludesch-Gais, wie darf man sich den vorstellen? Wir legen Wert auf eine gute arbeitsatmosphärische Qualität. Das heißt, es werden sehr viele Jugendliche, Hochschulabsolventen auch hier tätig sein. Es soll ein freies Arbeiten möglich sein, dass ihm jeder optimal seine Leistung einbringen kann und somit auch eine besondere Qualität des Arbeitsplatzes entsteht. Also eine Stechuhr wird es in Bludesch-Gais nicht geben. Im industriellen Bereich kann man es nicht verhindern, das ist notwendig, aber auf den anderen Arbeitsplätzen wahrscheinlich nicht. Vielen Dank.